Brösel-Latte. Nee, Brösel frisst jetzt wieder Gras. Gut. Also, das ist Brösel. Brösel haben wir seinerzeit mal aus einem Tierheim bekommen, weil er nicht mehr vernünftig versorgt werden kann, konnte. Damals war es so, dass nur eine Tierpflegerin an ihn rankam. Er kommt aus schwierigen Verhältnissen, da war Drogenmissbrauch im Spiel und so weiter und so fort. Und er wurde damals von seinen alten ehemaligen Haltern weggenommen via Beschlagnahmung durch das Veterinäramt. Er war zu dem Zeitpunkt nicht beißvorfällig, also hatte keine Akte, die da mit ihm reiste. Im Tierheim gab es aber wohl Probleme und auch einen Beißverfall, weswegen man sich dann entschieden hat, für ihn einen neuen Platz zu suchen oder ihn halt gegebenenfalls einzuschläfern, wenn sich eben so ein Platz nicht findet. Und wir haben ihn vor, ich glaube 2017 war es, am Nikolaustag quasi abgeholt, damit ihm eben dieses Schicksal mit dem Einschläfern erspart bleibt. Brösel hat sich bei uns auf der Anlage gut gezeigt. Er ist sogar bedingt gruppentauglich. Bedingt heißt, wenn es Gruppendynamiken gibt, also wenn die Hunde wild durcheinander laufen, kann es passieren, dass er ein Jagdverhalten kippt. Ansonsten ist er ziemlich verträglich mit Hunden. Wir würden ihn allerdings gerne als Einzelhund oder aber als Rüden zu einer stabilen Hündin dazu vermitteln. Zu Brösel muss man sonst noch wissen, er ist top gesund, kriegt auch gut Luft, obwohl er so ein Ditschgesicht hat. Ist allerdings fremden Menschen gegenüber nicht so nett, eher misstrauisch, und da kann es auch vorkommen, dass er dann eben nach vorne springt und die Person in defensiver Absicht von sich fernhalten will. Das heißt, er springt nach vorne, würde einmal zupacken und dann eben gucken, dass die Person auf Abstand geht. Das ist natürlich was, was viele Leute schwierig zu handeln finden. Brösel ist an den Maulkorb gewöhnt. Den trägt er auch gut und zuverlässig. Wenn er Gassi geht hier in der Gegend, hat er den eigentlich immer drauf. Einfach um zu vermeiden, dass da irgendwelche blöden Probleme oder Unfälle entstehen. Ja, ansonsten ist er ein lieber Kerl. Er ist jetzt schon eine ganze Weile bei uns und wir wünschen uns wirklich ein Zuhause für ihn, weil er bei uns nicht alt werden soll. Gell, oder?